Man möchte einen 650 Kilogramm schweren Personenkraftwagen mit einer Hebebühne hochheben. Wie groß ist der Druck in der Luft, die auf den kleinen Kolben mit Durchmesser 2 cm wird, wenn der Flächeninhalt des großen Kolbens 80 Quadratzentimeter beträgt? Wir können die Situation so modellieren. Den linken Teil nennen wir Situation 1 und den rechten Teil Situation 2. Durch die Angaben wissen wir also, M2 beträgt 650 Kilogramm, der Durchmesser vom Kolben 1 beträgt 2 cm, demzufolge beträgt sein Radius 1 cm, das heißt 0,01 Meter. Angegeben wird auch der Flächeninhalt vom zweiten Kolben, der beträgt 80 Quadratzentimeter, das heißt 0,008 Quadratmeter. Gefragt wird der Druck bei 1. Um diesen Druck herauszufinden, wenden wir diese Formel an und da es hier um Kraft auf Fläche geht, werden wir den Druck in Pascal ausdrücken. Wir wissen, dass der Druck bei 1 derselbe ist wie der Druck bei 2. Und daraus können wir schließen, dass der Druck bei 1 gleich ist zu Kraft bei 2 geteilt durch Flächeninhalt bei 2. Und die Kraft bei 2, das ist natürlich die Gewichtskraft von dem Auto. Das heißt, die Masse von dem Auto mal Gewichtskraftfaktor. Das Gewicht wird berechnet durch m mal klein g, wo klein g den Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Und demzufolge wissen wir, dass der Druck P1 gleich ist zu 650 mal 9,81 geteilt durch 0,008. Und das ergibt diese Zahl. Endantwort auf die gestellte Frage lautet, der Druck bei 1 beträgt 797.062,5 Pascal.